So, und damit herzlich willkommen zurück zum Next Part von Horizon Forbidden West. So, wollen wir mal schauen. Ich habe noch ein paar Nebenquests aufgenommen. Die zweite Strophe. Falscher Knopf. So, dann wollen wir mal. Gut, durch den neuen Skill, glaube ich, sammle ich mehr Heilung. Ich glaube, ich bleibe dabei. Das gefällt mir. Nehme ich ganz gut. So. Ich würde jetzt gerne mal in dem Sinne weitermachen. Noch ein Rebellenaußenposten. Ich hörte, hier gäbe es einen. Wenn ich den Anführer töte, zieht der Rest sich vielleicht zurück. Ich sollte Schockmunition nehmen. Also einfach ordentlich Damage machen. Kann ich mich irgendwo weiter verstecken? Dann habe ich wahrscheinlich wesentlich mehr. Ich weiß zwar nicht, warum der Charakter verschwunden ist, aber ist okay. Ist aber ein kleiner Außenposten, oder? Platz in meinem Trankbeutel. Wehe, das ist ein Streich. Ich habe nichts gesagt.
ganz ruhig. Wer ist da? Lassen wir es gut sein. Wachsam bleiben, nur für den Fall. Super. Keiner gehört. Ist da noch irgendwo was? Ansonsten, ich würde gerne hier bleiben. Warum habe ich denn auf dem Boden kein Dingsbums? Das war. Ich finde dich. Bleib stehen. Feind entdeckt. Siehst du sie oder ist sie weg? Er hat gesessen. Das kriegen wir hin. Oh komm, du kannst dich ruhig schon bewegen. Sie haben Reiterpatrouillen. Ich muss vorsichtig sein. Sie hat sich wohl verkrochen. Kontakt! Ja, komm her, du Lümmel. So, begib dich in die Ruine mit der Drachenstätte, plündere den Außenposten. Ja, das habe ich ja sowieso vor. Ich meine, ich kenne dich umsonst hier. Ein Schlüssel. Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas mit einem Ob der Schlüssel diese Truhe öffnet? Weiteren Tenaktmarken aus. Ich behalte sie erstmal. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Mehr. Super. Ich meine, komm schon, das waren. What the fuck ist das? Steinbrecher verstehe. Habe ich aber schnell gefunden.
Na, Steinbrecher, wo bist du? Will wohl nicht, ja? So kann man natürlich... So kann man natürlich eine Maschine auch stark machen. Indem er sie einfach unter der Erde lässt. Habe ich gerade selbst gemacht. Ja gut, da bin ich die falsche Richtung ausgewichen. Ah, der brennt, das ist gut. Super. Also mit feinem Bogen klappt das, klappen die Viecher sowieso deutlich besser. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass sie die Story-Monster, die man halt sowieso nicht skippen kann. Dass sie die halt relativ gefühlt sehr schwer gemacht haben. Das hätte nicht sein gemusst. Das Schwein jetzt despawned. Na gut. Also grafisch ist einfach Bombe, ne?
Na komm. Naja, wir haben einiges hier. Naja. Ich habe jetzt eine Lohe durchsucht, um eine Lohe zu finden. Das muss ich nicht hinterfragen, oder? So, ich will mal gucken, ob ich hier noch was machen kann. Ah, ich... Nee. Nee, oder? Ich dachte, das wäre jetzt das Gebiet, wo ich das Wasser abgelassen habe. Aber ich gehe nur dahin. So, ich habe jetzt gedacht, dass ich bei dem diesen Kampf hier da durch die Gegend geschwommen bin, aber das ist ja hier drin. Hier gibt es noch was zum Sprechen. Warum nicht schnell speichern? Sei willkommen, Fremde. Hey, Boys. Sie im Sand vergraben. Sprengfallen. Aber dann explodieren alle, nicht nur die Maschinen. Woran arbeitet ihr beiden? Rotschopf! Wir machen Sprengpläne. Wir haben eine Vereinbarung mit Abaddon getroffen. Wegen der ganzen Maschinen da draußen brauchen wir eine gewisse Absicherung. Und als er hörte, wie du mit Boomers Erfindung den verschwindenden Schrecken erledigt hast, hatte er uns tatsächlich den Auftrag gegeben. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wie wir die Maschinen hier fernhalten. Ohne alles andere auch mit in die Luft zu sprengen. Nicht alles. Die Flieger sind ohnehin schon in der Luft. Das hört sich nach viel Arbeit für euch zwei an. Und nach einer Heimat. Heimat der Sprengwerke. Ja, an dem Namen müssen wir noch arbeiten. Immer mit der Ruhe heute. Sehr willkommen, Fremde. Heilmittel im Angebot. Und so kamen die Sprengschwestern wieder ins Lager. Ich wusste doch, dass du sie sicher heimbringst. Und jetzt können sie an einem neuen Projekt arbeiten. Nicht Sprengschwestern. Hattest du etwas damit zu tun? Ehrlich. Ein guter Scherbenmann weiß, wie man aus einer möglichen Katastrophe einen Vorteil schlägt. Wo wir von Scherben reden, willst du etwas kaufen? Lebekriegsbogen. Kurzstreckenbogen, ja. Was? Energetisiertdauer, ja, sieht eigentlich ganz gut aus, aber dafür fehlen mir Materialien. Ist auf jeden Fall sehr selten. Mal gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann. Erstmal alles grün, sind wir mal ganz ehrlich. Sieht natürlich auch nicht schlecht aus, ne? Ich bin am Überlegen, Waffenausdauer. Mutstoßmeisterin, robuste Fallenstellerin, das benutze ich alles kaum.
würde natürlich ganz gut aussehen. So. Ganz sicher. Es bringt halt alles was, ne? Aber ich weiß halt nicht, ob ich das einfach so verkaufen kann. Weil hier steht nur Verwendung. Werbepflanzen. Munitionsrohstoffe, Beutel-Upgrade-Sachen. Ausrüstungs-Upgrade-Rohstoffe. Und das ist wirklich alles nur Haupt-Upgrade-Rohstoffe, okay. Ich hoffe, ich baue mir da jetzt nicht ein eigenes. Eigene Probleme. Zielgeschwindigkeit, das könnte ich mal mitnehmen. Ost auch. Möge es dir gut ergehen. Bis später, Aberdant. So. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen um meine Ausrüstung kümmern. Den nackten Marschallin, Försterin, Nahkampf, Ausdauer, Waffenausdauer. Was haben wir hier? Den nackten Schützerin. Waffenausdauer, kritischer Schlag, robuste Fallenstellerin. Ja, kritischer Schlag ist meh. Waffenausdauer, ja. Weniger Frost, weniger Blitzresistenz. Hier bin ich eigentlich ganz gut. Schwierig einzuschätzen. Spule bearbeiten, Tarnschaden plus 25%. Ich will mal gucken. Spaltender Scharfschussbogen. Nee, ich bleib dabei. Okay, der ist viel auf 7%, 7%. So habe ich beides relativ gut, ne? Hier habe ich Feuer,
Aber Zielgeschwindigkeit hätte ich natürlich auf einem Scharfschussbogen auch sehr gerne. Sieht aber soweit. Ja, Säureverteidigung ist alles soweit ganz okay. Ich bin am Überlegen, ob ich das. Dass ich wirklich doch ein bisschen. Ja, ist egal. Ist egal. So, Waffen. Will ich mal was gucken? Ja, mit den Hackschleudern werde ich halt echt nicht warm, ne? Bolzenschießer, ja. Was nehme ich denn da? Ich habe eigentlich schon einen Bogen, obwohl wenn ich den Bolzenschießer auf... Ich doch eigentlich. So, kann ich eigentlich auch Sprengschaden machen? Niederschlag. Warum eigentlich nicht? So, Scharfschussbogen bleibt erstmal beim Tarnschaden. Das kann eigentlich auch erstmal so bleiben. Super. Ich wollte hier oben noch mit dem sprechen. Ich heiße nicht Klein, ich heiße Aloy. Das verstaue ich für später. Ja, tut mir leid, dass es jetzt so lange gedauert hat, aber ich habe so das Gefühl, das war nicht unnötig. Sag mir, dass sie dich nehmen. Ich würde diese Lichter gern. Stamor, brauchst du noch etwas? Ein neuer Traum brach an für die drei Abenteurer. Und sie kehrten zurück in die ehemals versunkene Stadt. Wo hinter jeder baufälligen Mauer Schätze warteten. Wie leckeres Bier in einem übervollen Fass. Wir hatten uns den Weg weiter in die Ruinen gebahnt. Und in einer davon, der Wortschmied sah etwas funkeln, ein Wunder in einem Meer von Wundern. Leider konnte er es nicht erreichen. Du hast so ein Ding gesehen und es nicht gekriegt? Eine Tür steht im Weg, auf fiese Weise verschlossen. Morland wollte sprengen, aber Abaddon meinte, die Gefahr sei zu hoch, das Ding unter dem Geröll zu zerstören. Und da könnte dieser Scherbenzähler sogar mal recht haben. Die Hoffnung des alten Wortschmieds war dahin, bis seine Freundin mit einem Händchen für das Unmögliche zurückkehrte. Ob du dich wohl noch einmal unter die Wüste wagen könntest? Mal sehen, was ich tun kann. Wo liegt dieser Ort? Wenn du unten bist, geh nach rechts bei der Statue des Riesen. Die Ruine ist bei einem Metallturm. Und so zog unsere Heldin los, begleitet von der Hoffnung des Wortschmieds.
Okay, den finde ich lustig. Sieh mal einer an! Wir haben hier in der Nähe einen Außenposten errichtet. Ich habe Scherben, um etwas zu kaufen. Hast du Waren? Ups. Wie das rauscht. Nein, ich will. Ich will runter. War ich schon? Warte mal. Das war schon richtig. Gut, machen wir dann beim nächsten Mal. Weil ich glaube, das Sortieren und das Hin und Her Handeln hat dann doch mehr Zeit gefressen, als es sollte. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.